Der Toretto Barbershop ist ja im Prinzip ein Familienbetrieb. Alex, du, dein Bruder Niki, ihr beide seid hier am Start, ihr leitet das Ding. Wie ist es so, als Familie einen Barbershop zu betreiben? So, was sind vielleicht die geilen Seiten davon? Aber vielleicht habt ihr auch manchmal Sachen, wo ihr denkt, so, boah, Digga, anstrengend. Wir sind hier mittendrin. Du bist ja auch aus dem Familienbusiness. Es gibt überall Vor- und Nachteile. Nur mit einem Familienbusiness gibt es andere Nachteile. Zum Beispiel, ich sag mal jetzt extra die Nachteile, weil ich bin hier der kleine Bruder. Nachteil ist zum Beispiel, wenn du genervt auf die Arbeit kommst. Deine Frau hat dich genervt oder dein Kind hat dich genervt. Dein Hund geht dir auf den Sack, was auch immer. Dein Bruder oder dein, mit dem du halt zusammenarbeitest von der Familie, der checkt das direkt. Und das schwappt vielleicht auf den auch über, dass du genervt bist. Der ist auch genervt, weiß selber gar nicht warum. Und wenn du dich weiterentwickelst, dann irgendwann bringst du den Mist halt nicht mit auf die Arbeit. Business und Familie ist wie Öl und Wasser. Das trifft jetzt nicht immer zu, ja, es ist oft so, wo man halt emotional ist. Man kann sich halt immer auf Familie verlassen. Das ist so meine Ansicht dahinter. Für mich gibt es nichts Wichtigeres als Familie, ja. Ich traue meiner Familie mehr als einer fremden Person, ja. Das kann mir auch, glaube ich, jeder bestätigen, der jetzt das Video sieht.